Damit kommen wir nun zu Kapitel 11 und auch hier wollen wir unser Wasserstoffatom um ein weiteres Teilchen erweitern, allerdings diesmal nicht um ein weiteres Elektron, sondern um ein weiteres Proton. Und das heißt, wir wollen das einfachste Molekül, das man sich vorstellen kann, beschreiben, nämlich H2+. Allerdings werden wir feststellen, so einfach ist es gar nicht, denn das ist wieder ein Dreiteilchenproblem und das kann man nicht ohne weiteres lösen. Vor allem kann man es nicht völlig exakt lösen, ohne eine Näherung zu machen. Und um einer Lösung möglichst nahe zu kommen, werden wir jetzt erstmal etwas anderes einführen und das ist das sogenannte Variationsprinzip. Das schauen wir uns zunächst einmal hier im Video Nummer 32 an. Kapitel 11, Variationsprinzip und H2+-Molekül. Und das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen uns einen beliebigen Operator A mit Eigenfunktionen und Eigenwerten und nehmen eine beliebige Wellenfunktion, die ich ja als Superposition aus den Eigenfunktionen des Operators zusammenstellen kann. Und wie das aussieht, schreiben wir uns mal hin. Zunächst nehmen wir einen Operator A mit Eigenfunktionen J und Eigenwerten AJ und dann nehmen wir eine beliebige normierte Wellenfunktion und die Wellenfunktion soll heißen Psi und ist also eine Superposition aus diesen Eigenfunktionen Psi J und es gibt zu jeder Eigenfunktion Psi J hier einen Koeffizienten CJ, der beschreibt, wie stark die Eigenfunktion hier zu dieser beliebigen normierten Wellenfunktion, die wir ausgewählt haben, beiträgt. Als nächstes rechnen wir mal den Erwartungswert des Operators A bezüglich dieser beliebigen Wellenfunktion Psi aus. Wie sieht dieser Erwartungswert aus? Also der Erwartungswert ist Psi Stern, Operator Psi und dann ich schreibe es mal als TV, also über alle Raumkoordinaten drüber integriert. Und das kann ich jetzt auch ausschreiben, indem ich für Psi und Psi Stern eben diese Funktion hier einsetze. Das heißt, das Integral hier wird zu einer Summe über alle J. Hier steht CJ Stern, Psi J Stern. Dann muss ich noch berücksichtigen, dass ich ja auch noch Psi habe. Das heißt, ich muss nochmal die Funktion hernehmen. Jetzt mache ich die Summe über alle k. Ich ändere den Index, damit ich hier nicht durcheinander komme und berücksichtigen muss, dass ich hier zweimal Psi habe und beide Psis hier eine Summe darstellen. Und das bedeutet, hier habe ich dann ck mal Psi k. Und was ist jetzt mit dem Operator A? Wird der Operator A angewendet auf die Eigenfunktion Psi k, ergibt er jeweils den Eigenwert ak. Also den kann ich dann hier noch mit einschreiben und das Ganze integriere ich dann über dv. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann stellt man fest, das kann ich auch noch ein bisschen zusammenfassen. Das ist nichts anderes als die Summe vor das Integral gezogen und auch die Koeffizienten müssen nicht im Integral bleiben, es sind ja nur Zahlenwerte, genauso wie die Eigenwerte. Und alles, was im Integral stehen bleiben muss, ist eigentlich nur Psi Stern J, Psi K dV.
Und weil die Eigenfunktionen unseres Operators ja ein Orthonormalsystem darstellen, weiß ich, dass dieses Integral hier gleich 1 ist für J gleich K und ansonsten ist es gleich 0. Und das bedeutet, ich kann hierfür auch gleich schreiben, das ist die Summe über alle J. Aus CK wird eben J gleich K ja ein CJ und CJ Stern mal CJ ergibt einfach das Betragsquadrat von CJ mal der Eigenwert AJ. Und jetzt mache ich etwas, worauf ich eigentlich in dieser ganzen Vorgehensweise hinaus möchte. Wie kann ich jetzt dieses Ergebnis hier abschätzen? Nun, AJ sind alle Eigenwerte dieses Operators A. Und jetzt kann ich mir überlegen, ich nehme mal den niedrigsten Eigenwert, im Rahmen ist es der mit dem Index 0, dann kann ich ja sagen, dass diese Summe hier, das Betragsquadrat hier ist auf jeden Fall positiv, das heißt, ich addiere hier positive Zahlen mal den Eigenwert. Und wenn ich jetzt den niedrigsten Eigenwert nehme und einsetze für alle AJ, die hier vorkommen können, dann habe ich auf jeden Fall eine kleinere Zahl raus, als wenn ich hier die AJ so stehen lasse. Also ich ersetze jetzt hier alle Eigenwerte durch den niedrigsten Eigenwert und das bedeutet nichts anderes, als dass das kleiner sein wird. Also ich sehe, ich kann das dann so schreiben. Die Abschätzung hier so funktioniert, dass ich eine Ungleichung habe und das echte Ergebnis hier ist auf jeden Fall größer als das, was hier in meiner Näherung rauskommt, wenn ich das durch den kleinsten Eigenwert ersetze. Und jetzt sehe ich noch was hier, die Summe über alle Betragsquadrate von CJ ist ja gerade gleich 1 und das bedeutet, das hier ist einfach gleich A0. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich bin gestartet vom Erwartungswert meines Operators A bezüglich dieser beliebigen normierten Wellenfunktion und kriege jetzt raus, dass das, was da rauskommt, der Erwartungswert ist auf jeden Fall größer gleich der niedrigste Eigenwert A0. Das schreiben wir uns mal hin. Der Erwartungswert vom Operator A bezüglich einer Testfunktion Psi, also man nennt die dann Testfunktion, denn ich habe noch überhaupt keine Annahme über diese Funktion gemacht. Das ist eine beliebige normierte Wellenfunktion. Und der Erwartungswert von A bezüglich solch einer Testfunktion ist eine obere Schranke für den niedrigsten Eigenwert. Und das wollen wir jetzt ausnutzen. Wir können uns das auch mal anders überlegen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir können das Problem von H2+ nicht exakt lösen, ohne irgendeine Annahme zu machen. Jetzt nehmen wir mal an, ich kenne die Wellenfunktion ja gar nicht exakt. Dann muss ich irgendeine Abschätzung machen. Und was sagt mir das jetzt hier? Ich nehme eine Testfunktion und ich möchte gerne wissen, ob die mein System irgendwie sinnvoll beschreibt. Und dann kann ich versuchen, einen Erwartungswert bezüglich meines Operators A zu berechnen und werde feststellen, dass der Erwartungswert des Operators A im Hinblick auf meine Testfunktion auf jeden Fall größer sein wird als der niedrigste Eigenwert A0. Und jetzt überlegen wir uns, was passiert denn, wenn dieser Operator, den ich hier nehme, der Hamilton-Operator ist. Ich suche die Eigenfunktionen vom Hamilton-Operator, kann sie aber nicht exakt finden, weil es nicht exakt lösbar ist, das Problem. Also mache ich eine Abschätzung, einen Ansatz, eine Testfunktion für meine Wellenfunktion und ich setze das ein, berechne den Erwartungswert und kriege dann eine obere Schranke für den niedrigsten Energieeigenwert E0 in dem Fall.
Also wenn ich wissen möchte, was ist der energetische Grundzustand, gehe ich genauso vor. Ich nehme eine Testfunktion, rechne den Erwartungswert aus und nun muss ich meine Testfunktion möglichst so variieren, dass ein möglichst kleiner Wert rauskommt. Denn der Wert, der rauskommt, ist immer größer oder gleich im Idealfall dem exakten niedrigsten Eigenwert. Und auf die Art und Weise versuche ich also die Testfunktion so zu konstruieren, um möglichst nahe an den energetischen Grundzustand hinzukommen. Und da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt vor, wie man das machen könnte. Jetzt nehme ich den hemmenden Operator und eine Testfunktion Psi. Wir können auch so vorgehen, wir wissen ja, H Psi ist gleich E Psi. Jetzt kann ich von der linken Seite mit Psi Stern dran multiplizieren. Und dann integriere ich noch über das gesamte Volumen. Und dann stelle ich fest, das, was hier auf der rechten Seite steht, E ist ja nur ein Zahlenwert, das wäre dann E mal das Integral Psi Stern Psi dV. Und das ist auch gar nichts anderes als der Erwartungswert. Wir können es jetzt nämlich umstellen. Und dann steht da, wenn wir nach E auflösen, das ist nämlich genau das, was hier dann dem E entspricht. Und das ist eigentlich nichts anderes als der Erwartungswert. Also der Erwartungswert des Hamilton-Operators in Bezug auf diese Testfunktion hier. Und warum steht es hier unten noch drin? Na, das ist praktisch die Normierung, die wir bei einem Erwartungswert ja zu berücksichtigen haben. Wenn die Testfunktion schon normiert ist, dann kann ich den Nenner hier auch gleich weglassen, weil dann ist es gleich 1. Jetzt übersetzen wir diesen Satz hier oben mal auf den Fall, wo der Operator der Hamilton-Operator ist. Dann heißt es nämlich, dass der Energieerwartungswert bezüglich der Testfunktion immer größer oder gleich dem exakten Wert für den Grundzustand des Systems ist. Der Energieerwartungswert einer Testfunktion Psi ist immer größer oder gleich der exakten Energie des Grundzustands. Denn der Grundzustand, die Energie des Grundzustands, ist ja der niedrigste Eigenwert des Hamilton-Operators. Und man kann es dann auch so schreiben, dass dieser Energieerwartungswert hier ist immer größer oder gleich der exakten Nullpunktenergie, an die ich aber nicht so weit es ankommen, weil ich es ja nicht exakt lösen kann. Also, dieser Energieerwartungswert hier ist immer größer oder gleich der exakten Energie des Grundzustandes und das Ganze ist ja der Erwartungswert bezüglich unserer Testfunktion. Und um möglichst nahe an den energetischen Grundzustand heranzukommen, können wir jetzt die Testfunktion variieren und immer wieder den Erwartungswert berechnen und dann schauen, ob ich den Wert für diesen Erwartungswert entsprechend minimieren kann. Wir suchen also die beste Näherung für die Wellenfunktion.
drei Variationen. CI. Was sind jetzt die Parameter CI? Das war ja unser allgemeiner Ansatz für die beliebige normierte Wellenfunktion, unsere Testfunktion. Da gab es diese Parameter C. Und jetzt möchte ich das gerne minimieren. Also was ich machen kann ist, ich variiere diese Parameter C und schaue, ob dann sich der Energieerwartungswert entsprechend einem kleineren Wert annähert. Und wie das dann eben immer so ist, wenn ich das Minimum einer Funktion schaue, wird wohl die Ableitung bezüglich des zu variierenden Parameters hineinkommen. Und das ist genau hier auch so. Also wir müssen nach diesen Parametern CI ableiten. Welchen Ansatz machen wir? Genau den wir da oben auch hingeschrieben haben, also unsere Testfunktion soll sein von n gleich, von j gleich 1 bis n über cj mal psi j. Was die psi j sind, müssen wir uns dann überlegen, aber das ist jetzt erstmal unser allgemeiner Ansatz. Und dann machen wir noch eine Annahme, nämlich dass die Koeffizienten oder die Parameter cj hier und auch die Wellenfunktionen reell sein sollen, aber sie müssen nicht unbedingt orthonormal sein. Also die cj und auch die psi j sind reell, aber die psi j müssen nicht orthonormal zueinander sein. Und dann kann ich den Energieerwartungswert mal allgemein hinschreiben. Das wird ein etwas längerer Bruch. Das sind natürlich die Ausdrücke, die wir hier oben auch schon gefunden haben. Also hier steht dann die Summe über alle J mal die Summe über alle K. Cj mal Ck. Hier drin steht jetzt Psi-J. Das Sternchen lasse ich weg, weil wir annehmen, dass Psi-J ja reell ist. Dann steht hier der Henning nochmal weiter drin. Hier steht Psi-K und hier gehen wir in der dV. Und was steht im Nenner? Da steht auch die Summe über alle J und die Summe über alle K. Und hier steht CJ, CK. CJ, CK, DV. Ein Unterschied ist noch zu hier oben. Hier ist es nicht notwendigerweise so, dass die CJ und die CK Eigenvektoren zu dem Operator H sind. Und das wird dann auch entscheidend sein. Wir gleich sehen, was da für Werte für diese Integrale herauskommen. Die haben nämlich einige interessante Namen. Und zwar ist es so, dass das Integral hier oben, das heißt HJK abgekürzt. Schreibe es mal dazu. HJK. Und dieses HJK heißt Coulomb-Integral. Falls J gleich K und es hat einen anderen Namen, es heißt Resonanzintegral, falls J ungleich K. Und auch das Integral hier unten hat einen Namen. Dass die ja nicht mehr orthonormal sein müssen, gibt es hierfür dann auch unterschiedliche Zahlenwerte, die möglich sind. Und dieses Integral heißt SJK und das heißt Überlappungsintegral.
egal. Okay, und damit können wir das etwas vereinfacht hinschreiben. Und zwar überlegen wir uns jetzt, was da vereinfacht dort steht. Also statt dem Erwartungswert schreibe ich jetzt einfach mal im Folgenden einfach nur E für den Energiewert, den man hier sucht. E ist dann die Summe über alle J, die Summe über alle K, CJ, CK mal dieses Integral HJK, was eben das Coulomb-Integral oder das Resonanzintegral sein kann, je nachdem, ob J gleich K ist oder nicht. Und hier unten steht Summe über alle J, Summe über alle K, CJ, CK mal das Überlappungsintegral SJK. Und das kann ich jetzt nochmal ein bisschen vereinfachen, damit wir jetzt gleich bei den nachfolgenden Rechnungen nicht allzu viel hinschreiben müssen. Das hier nämlich einfach Z durch N und die Abkürzung ist relativ banal, das soll nur heißen Zähler und Nenner, also den oberen Ausdruck hier, das ist Z und der untere Ausdruck hier, der ist N. Und nun war ich ja auf der Suche nach dem Minimum meines Energieerwartungswertes E bezüglich dieser Testfunktionen, also ich muss ableiten bezüglich dieser Parameter C, J, C, K hier. Und wie mache ich das? Also ich muss die Minima bestimmen, das heißt, ich muss hier partiell ableiten nach all diesen Parametern. Und wenn ich das mache, sieht das so aus. Also ich suche die E abgeleitet nach einem dieser Parameter CI. Und falls er das Minimum sein soll, muss das gleich 0 sein. Und wir sehen hier, E ist Zähler durch Nenner und das leite ich jetzt mal ab nach diesem Parameter CI. Also das wäre dann angewendet mit den entsprechenden Regeln hier eben für diesen Quotienten. 1 durch N mal erst den Zähler abgeleitet und dann minus. Zähler bleibt, wie er ist, und dann die Nenner entsprechend abgeleitet, also 1 durch n Quadrat dn nach dci. Was machen wir als nächstes? Wir klammern mal 1 durch n aus. Und dann steht hier dz nach dci minus. Von z durch n Quadrat bleibt nach Ausklammern von 1 durch n nur noch z durch n übrig. Und was war z durch n? Z durch n ist ja e wieder selbst. Also kann ich hierfür gleich schreiben, minus e mal dn nach dc. Und das Ganze soll ja gleich 0 sein. 1 durch n wird sicherlich nicht 0. Das heißt, diese Klammer hier, die muss gleich 0 sein, damit ich hier mein Minimum entsprechend bestimmen kann. Dann schauen wir nochmal, was hier rauskommt. Was passiert, wenn ich z nach ci ableite? Nun, ich schreibe es mal ausführlich hin. Hier stand ja die Summe über alle j, Summe über alle k, cj, ck und HJK. Okay, ich leite nach CI ab und für alle Terme, wo hier J nicht gleich I ist oder K nicht gleich I ist, wird bei der Ableitung alles wegfallen. Das heißt, es bleibt nur etwas übrig, wo einmal das CJ gleich dem CI ist und einmal nur das CK gleich dem CI ist. Stellen Sie sich vor, ich setze mal ein paar Zahlen ein, nehmen wir an, I wäre der Index 5. Und J läuft von 1 bis N, dann würde nur der Term übrig bleiben, wo ich hier eben C5 stehen habe. Dann kann ich danach ableiten nach C5 und genauso wäre es, wenn K von 1 bis N läuft, dann bleibt hier nach der Ableitung auch noch ein Term übrig, nämlich der, wo K gleich 5 ist.
Das heißt, ich kann es so schreiben, dass hier übrig bleibt die Summe über alle k, c, k mal k, i, k. Das ist dann der Fall, wenn ich eben genau c, j gleich c, i habe, also wenn der Index i gleich dem Index j ist, dann kann ich ableiten, das heißt, der Term hier fällt weg, die Summe hier fällt auch weg, weil alle anderen Termen gleich 0 ergeben und deswegen bleibt nur die Summe über k mal h, i, k dann übrig, i deswegen, weil es eben der Beitrag ist, wo i gleich j ist. Und dann gibt es noch den zweiten Beitrag, wo i gleich k ist und da ist die Logik genauso, ich muss praktisch k ersetzen durch i und es bleibt nur die Summe über j übrig. Also diese beiden Summen hier bleiben übrig und jetzt kann ich mir noch was überlegen. In der vorderen Summe nenne ich jetzt einfach mal k um, ich sage k heißt jetzt hier auch j, dann steht hier Summe über alle j, cj, hij, das ist fast das gleiche wie das hier hinten, nur hier steht hji. Jetzt muss man sich aber vor Augen führen, diese hik, hji und so, das sind ja diese Coulomb-Integrale und Resonanzintegrale, also im Prinzip ist das nur ein Zahlenwert. Es mag noch so kompliziert sein, dieses Integral auszurechnen, aber das sind einfach irgendwelche Zahlen. Und dadurch, dass der Hamilton-Operator in diesen Integralen hier hermitisch ist, ist hij gleich hji. Und dann kann ich das hier auch entsprechend zusammenfassen. Das ist nichts anderes als zweimal die Summe über alle j, cj, hji. Okay, genau analog können wir beim Nenner vorgehen. Da kommt dann heraus, dass es zweimal die Summe über alle j, c, j, s, i, j. Somit haben wir also Ausdrücke gefunden für die Ableitung des Nenners und des Zählers meines Energieerwartungswertes hier im Hinblick auf den Parameter Ci. Und damit können wir dann auch ausrechnen, was die Ableitung des Energieerwartungswertes hier ergibt. Und was machen wir als nächstes? Nun, wir stellen erstmal fest, wie viele solche Gleichungen habe ich denn? Der Index i hier, der läuft von 1 bis klein n. Hier oben steht es auch noch. Das war ja der Ansatz in meiner Testfunktion, dass ich hier nämlich n solche Parameter cj habe. Und das bedeutet, ich habe hier n solche Gleichungen und die heißen Säkulargleichungen. Wir erhalten n Säkulargleichungen. Das ist meine Gleichung und davon gibt es n Stück. Nämlich für jedes c i, für jeden Wert von i, gibt es eine solche Gleichung. Ich kann es auch so hinschreiben, das ist die Summe von j gleich 1 bis n. Hier drin steht h j minus e mal s i j mal c ist gleich 0. Das sind die Gleichungen und Sie erkennen hier das wieder, was hier steht, also dn nach dci und hier dz nach dci und das Ganze dann in die Gleichung hier oben eingesetzt. Das sind die n-Säkulargleichungen und man kann das Ganze jetzt auch noch etwas anders schreiben. Wir haben hier nämlich zwei Indizes, i und j. Beide laufen von 1 bis n und dann kann ich das Ganze auch noch in einer sogenannten Matrix-Darstellung hinschreiben. Und wir formulieren das praktisch jetzt um. Anstatt der Summe schreiben wir eine entsprechende Matrix-Gleichung hin. Die Matrix-Schreibweise sieht jetzt dann so aus. Zwei Striche drunter, um anzudeuten, dass das eine Matrix ist.
minus der Energiewert E, den wir eigentlich suchen, mal die Matrix S. Sowohl H als auch S sind ja hier durch die Indizes IJ charakterisiert. Und diese große Matrix, N kreuz N Matrix, die hier herauskommt, die multipliziere ich jetzt mit einem Vektor und der enthält diese ganzen Parameter C. Und das muss auch wieder gleich 0 sein und auch hier kann ich einen Vektor schreiben, der eben hier den Nullvektor symbolisiert. Und um zu verstehen, wie das mit den Indizes funktioniert, also Sie sehen hier nach unten aufgetragen, ist praktisch der Index J von hier oben. Und hier vorne ist es dann so, dass hier der Index J in die Richtung geht und der Index I in diese Richtung. Also das HIJ würde ich dann entsprechend hier eintragen. Die Elemente HIJ kann ich hier in die Matrix an der entsprechenden Stelle hinschreiben. Okay. Und das ist ein homogenes Gleichungssystem, denn wenn man genau hinschaut, sieht man, ich habe hier diese Matrix, dann habe ich hier meinen Vektor mit den ganzen Parametern, nach denen ich auch abgeleitet habe. Und das Ganze muss gleich 0 sein. Also ein homogenes Gleichungssystem. Und wenn Sie sich da an die Mathematikvorlesung erinnern, so ein homogenes Gleichungssystem hat genau dann eine nicht-triviale Lösung, wenn die Determinante, von dem hier vorne sogenannte Säkulardeterminante, gleich 0 ist. Es geht uns um nicht-triviale Lösungen. Natürlich kann ich hier alle Parameter C gleich 0 setzen. Das wäre eine triviale Lösung, aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Wäre dann auch gar nicht navigierbar, die Wellenfunktion, die da rausgehen, sondern wir suchen ja nach Lösungen, wo die Parameter C nicht alle gleich 0 sind und trotzdem diese Säkulargleichungen bzw. dieses homogene Gleichungssystem hier erfüllt ist. Säkulardeterminante, die ist jetzt eben folgendes, also hier eine Determinante von Matrix H minus E an der Matrix S, davon die Determinante ausgerechnet, das muss gleich 0 sein. Und wenn ich diese Säkulardeterminante ausrechne, bekomme ich ein großes Polynom, ein Polynom n-Grades im E und das hat n Lösungen. Nochmal kurz zusammengefasst, warum wir das Ganze hier gemacht haben. Wir hatten schon angesprochen, H2 plus kann ich nicht exakt lösen, ohne eine Näherung zu machen. Das heißt, ich kenne die Wellenfunktion meines energetischen Grundzustandes nicht. Wir hatten aber gesehen, wenn ich eine Testfunktion nehme und den Erwartungswert des Hamilton-Operators bezüglich dieser Testfunktion ausrechne, dann ist der Erwartungswert auf jeden Fall immer größer als der echte Energiewert des Grundzustandes. Und was wir nun machen ist, wir nehmen die Testfunktion, wir variieren die Parameter in der Testfunktion, um möglichst nahe an den energetischen Grundzustand zu kommen. Also wir nehmen den Energieerwartungswert, variieren die Parameter und schauen damit, dass der Energieerwartungswert möglichst klein wird.
Und dann haben wir mit unserem Ansatz hier eine bestmögliche Testfunktion gefunden, sodass wir möglichst nahe an den energetischen Grundzustand herankommen. Und wenn wir das dann durchziehen, müssen wir eben nach den Parametern CI ableiten, landen dann bei diesen N-Säkulargleichungen. Und um dann Werte für die Energie E zu finden und dann letztendlich auch für die Wellenfunktion, die wir hier angesetzt haben, müssen wir diese Säkulardeterminante lösen, erhalten ein Polynom M gratis in der Energie und da gibt es eine Lösung, die wir jetzt bestimmen wollen. Und das wollen wir jetzt auf das H2-Plus-Molekül anwenden. Wir müssen uns aber erstmal überlegen, welche Art von Wellenfunktion suchen wir überhaupt. Und wir hatten schon gesehen, man kann es nicht analytisch lösen. Deswegen müssen wir erstmal eine Näherung machen und wir machen hier die Born-Oppenheimer-Näherung. Die wird uns in der Spektroskopie-Vorlesung noch sehr, sehr oft begegnen. Allerdings hier zum ersten Mal in der Quantenmechanik-Vorlesung. Also jetzt als nächstes die Anwendung auf H2+. Wir verwenden zunächst mal die Born-Oppenheimer-Näherung. Denn in unserem H2-Plus-Molekül gibt es ja zwei Atomkerne und ein Elektron. Und meine Gesamtwellenfunktion beschreibt die Bewegung von all diesen drei Teilchen. Und das kann ich nicht exakt lösen, deswegen mache ich die Born-Oppenheimer-Näherung. Ich sage, dass ich die Kernbewegung von der Elektronenbewegung trennen kann, mit der Rechtfertigung, dass die Elektronen ja 1836 mal leichter sind und sich deswegen viel, viel schneller bewegen als die Kerne. Und das bedeutet, dass die Elektronen der Kernbewegung folgen werden. Das heißt, immer wenn die Kerne sich leicht bewegt haben, hat sich die Bewegung der Elektronen daran angepasst. Separation der Kern von der Elektronenbewegung. Wenn die Elektronen bewegen sich schneller als sie leichter sind, als die Kerne. Genau bis hierzu werden wir in der Spektroskopie-Vorlesung kennenlernen, auch wann es nicht mehr funktioniert. Aber hier machen wir jetzt die Born-Oppenheimer-Näherung. Das heißt, wir trennen die Kernbewegung von der Elektronenbewegung und unsere Gesamtwellenfunktion ist dann wieder ein Produktansatz. Eine Wellenfunktion, die die Bewegung der Kerne beschreiben soll und eine Wellenfunktion, die die Bewegung des Elektrons beschreiben soll, in dem Fall von H2+. Also die Wellenfunktion Psi, die von den Koordinaten R für die Elektronen, das Elektron und Groß R für die Kerne abhängt. Das soll jetzt schreibbar sein, diese Wellenfunktion soll schreibbar sein als eine Wellenfunktion Phi, die nur von R abhängt, also nur vom Abstand der Kerne, der Position der Kerne, mal eine Wellenfunktion Chi, die von klein r abhängt. Und das hier ist die Kernwellenfunktion. Das ist
wir, ist die Elektronenwellenfunktion und jetzt steht hier aber noch das R als Indexpaar und das soll andeuten, dass Groß R, also in dem Fall der Kernabstand und die Position der Kerne, tatsächlich hier noch als ein Parameter drin vorkommt. Wir sehen jetzt auch gleich, wenn wir die Schrödinger gleich auch hinschreiben, dass auch in der elektronischen Wellenfunktion chi steht ein kleiner R drin, beziehungsweise es hängt von kleiner R ab. Okay, wenn wir das machen, dann können wir uns mal die Schrödinger-Gleichung überlegen, wenn wir Kern- und Elektronenbewegung voneinander trennen. Das heißt, in der Schrödinger-Gleichung taucht jetzt der kinetische Energieterm für die Kernbewegung nicht mehr auf, sondern die Schrödinger-Gleichung für die Bewegung der Elektronen. Im H2-Fluss habe ich ja nur 1, also Schrödinger-Gleichung für die Bewegung des Elektrons. Sieht jetzt so aus. Ich habe den Hilbert-Operator, der ist minus h quer Quadrat durch 2m. Dann hier die Ableitung nach meiner Laplace-Operator, also zweite Ableitung nach meiner Elektronenkoordinate, minus e Quadrat durch 4pi epsilon 0 r1 minus e Quadrat durch 4pi epsilon 0 r2. Und R1 und R2 sollen jetzt nicht zwei unterschiedliche Elektronen sein, sondern R1 und R2 sind jeweils die Abstände des Elektrons zum Atomkern 1 und zum Atomkern 2. Und dann gibt es noch, schreibe ich noch dazu, die kinetische Energie, die potenzielle Energie, die durch die Abstoßung der beiden Atomkerne voneinander noch dazu kommt. Das ist also die Kern-Kern-Abstoßung, die wir hier noch addieren können in der Schule. Sie sehen, kinetische Energie der Kerne kommt nicht mehr vor. Das ist eben genau eine Konsequenz der Born-Oppenheimer-Näherung. Diese Schrödinger-Gleichung, das kann ich tatsächlich exakt lösen. Also wenn ich die Born-Oppenheimer-Näherung gemacht habe, kann ich das Problem H2+ exakt lösen. Ist sehr, sehr, sehr aufwendig, aber im Prinzip machbar. Und sehr kompliziert. Da brauche ich dann auch elliptische Koordinaten dafür, also weder kartesische noch sphärische Koordinaten sind da besonders angebracht, sondern ich bräuchte dann elliptische Koordinaten. Gut, wir wollen es nicht exakt lösen, sondern wir wollen jetzt das Variationsprinzip nutzen, um hier eine Abschätzung für den energetischen Zustand, den Grundzustand zu bekommen. Und die Frage, die wir uns aber stellen müssen als nächstes ist, wir wissen jetzt, wie das Variationsprinzip funktioniert, aber welche Testfunktion kann ich überhaupt nehmen? Wie sieht die Testfunktion aus, die ich hier ansetzen müsste? Wir wollen nun also das Variationsprinzip nutzen. Aber wie sieht die Testfunktion aus? Und da überlegen wir uns mal ein paar Extremfälle für unser H2-Plus-Molekül. Was passiert denn, wenn der Kernabstand groß R gegen unendlich geht? Ich habe nur ein Elektron, aber zwei Atomkerne. Wenn die unendlich weit auseinander sind, das Elektron kann ja nicht an beiden gleichzeitig sein. Das heißt, das Elektron ist dann nur an einem der beiden Atomkerne anzufinden. Das heißt, das Elektron sieht nur einen der Kerne.
Und wie wird das energetisch aussehen? Also die Energie, wenn R gleich unendlich wäre, wie würde die aussehen? Ja, eigentlich weiß man Elektronik von dem zweiten Atomkern, der im Unendlichen liegt. Das heißt, die Energie wird dann wohl sein, die Energie eines 1s-Orbitals im H-Atom. Das wäre die Energie, die hier antreffen würde, wenn groß R gegen unendlich geht. Man sieht es ja auch an der Schrödinger-Gleichung da oben. Die Kernfernabstoßung wäre natürlich 0 und der Abstand meines Elektrons zu dem zweiten Atomkern wäre auch unendlich groß, dann wäre auch der Beitrag 0. Und was übrig bleiben würde, wäre das hier. Und das ist ja einfach der Hamilton-Operator vom normalen Wasserstoffatom. Also das ist das, was passieren würde, wenn R gegen unendlich geht. Wie würde die Wellenfunktion aussehen? Also die Wellenfunktion Chi. Chi ist ja jetzt hier meine elektronische Wellenfunktion. Chi für den Fall R ist unendlich. Vom klein R ist dann ungefähr gleich der Wellenfunktion Chi 1. Das ist einfach das 1s-Atomorbital am Atomkern 1. Könnte aber genauso gut passieren, dass mein Elektron an dem anderen Atomkern anzutreffen ist. Also es könnte auch Chi 2 sein. Also das Elektron ist am anderen Atomkern und würde dann dort auch die Energie haben eines 1s-Elektrons in dem Wasserstoffatom, wo jetzt eben der Atomkern mit der Nummer 2 hier wäre. So, was passiert jetzt, wenn die Atomkerne im anderen Extremfall sehr, sehr nah beieinander wären? Also für R gegen 0. Nun, das Elektron schwirrt irgendwie außen rum. Klassisch gesehen, quantenmechanisch, müssen wir die Wellenfunktion heranziehen. Aber wenn die beiden Atomkerne jetzt fast am gleichen Ort wären, dann ist es ja so, wie wenn mein Elektron einen Kern sieht mit der Kernladungszahl 2e. Also das sieht dann so aus, dann erscheint der Kern so, als ob er die Kernladungszahl 2 hätte. Und wie wäre dann die Energie? Die Energie von R gleich 0, die wäre dann ungefähr Z² mal die 1s Energie im Wasserstoff. Also die Energie des Grundzustandes für diese Schrödinger-Gleichung wäre im Extremfall R gegen unendlich einfach die Energie eines 1s-Orbitals und für R gegen 0 wäre sie Z² mal die Energie eines 1s-Orbitals und Z² ist ja in dem Fall dann gleich 4, also 4 mal so hoch. Und das können wir uns auch hinskizzieren, mache ich mal hier drüben. Was muss ich hier jetzt einzeichnen? Also, hier habe ich die Energie eines 1s-Orbitals. Wir hatten gesagt, für R gleich 0 hätte ich 4 mal diese Energie und für R gegen unendlich hätte ich 1 mal diese Energie. Also, die beiden Punkte hier muss ich irgendwie verbinden und das könnte man dann so vorstellen, dass die Energie irgendwie so verläuft. Mit zunehmendem Kernabstand. Was kommt noch vor in meiner Schrödinger-Gleichung? Die Kernkernabstoßung. Das geht natürlich mit plus e Quadrat durch 4 pi epsilon 0 r. Also das ist hier ein solcher hyperbolischer Verlauf. Das hier ist die Kernkernabstoßung. Und wenn ich die beiden jetzt addiere, dann
stellt man Folgendes fest. Dass ich hier wieder einen Bereich habe, in dem eine Bindung möglich ist. Also hier gibt es ein Minimum und hier ist im Prinzip eine Bindung möglich. Wir waren aber ja eigentlich auf der Suche, nicht nur nach den Energiewerten, sondern nach unserer Testfunktion. Und wir hatten gesehen, im Extremfall habe ich das Atomorbital am Atomkern 1 oder auch das Atomorbital am Atomkern 2. Die können mir gleichwertig vorkommen in meiner Testfunktion. Und dann mache ich auch genau diesen Ansatz, die Linearkombination von Atomorbitalen, sogenannter LCAO-Ansatz. Also was man jetzt macht, ist Linear Combination. Und das bedeutet, meine Testfunktion Psi, die schreibe ich jetzt als ein Koeffizient C1 mal Chi1, das ist die Ringfunktion des Atomorbitals am Atomkern 1, plus Chi2 mal C2 und hier steht da eben das Atomorbital am Atomkern 2. Das hier ist unsere Testfunktion. Es gibt zwei dieser Parameter C1, T2. Das heißt, wir machen jetzt genau das, was wir vorhin hergeleitet hatten. Wir wollen diese Säkulardeterminante lösen und es ist in dem Fall eine 2-Kreuz-2-Matrix. Und die hat nicht triviale Lösungen für folgenden Fall. H11 minus ES11. Hier steht H21 minus ES21. Hier steht H12 minus E mal S12 und hier steht H22 minus ES22. Davon berechnen wir die Determinante und die soll gleich 0 sein, damit wir hier nicht triviale Lösungen können. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was vereinfachen. Wir schauen uns mal an, was denn S11 und so eigentlich ist. Wir nutzen jetzt aus, dass S11 ja folgendes ist. Das ist Chi1 Stern mal Chi1 PV. Weglassen. Und das war ja unser 1s-Orbital am Atomkern 1, die sind normiert, die Dinger, und deswegen ist das hier einfach gleich 1. Und das gleiche gilt natürlich auch für S22, das ist das Überlappungsintegral vom Atomorbital am Atomkern 2 mit sich selber, und da kommt auch 1 raus. Was ist S12? Was ist das Integral von Chi1, Chi2, dV? Da weiß ich jetzt nicht, welche Zahlwert das annehmen wird, aber ich kann schon mal ausnutzen, dass das gleiche sein wird, wie das Integral mit 1 und 2 vertauscht. Und das bedeutet, da kann ich auch eine leichtere Abkürzung einführen, das nenne ich einfach mal S. Dann sieht die Matrix wie aus? Folgendermaßen. H11 minus E, H12 minus ES, H12 minus ES und H11 minus E. Warum schreibe ich jetzt hier H12 und hier H1 und hier auch H12, wo hier H21 stand? Das ist jetzt ähnlich wie hier unten auch, dadurch, dass ich das Integral habe und der Hilbert-Operator hier an der Tasche ist, ist also H12 gleich H21. Und dann kann ich das hier auch gleich ausrechnen. Also ich möchte die Determinante von
diesen Ausdruck hier haben. Und das bedeutet, dass es das hier multipliziert minus das hier multipliziert, also k eins 1 minus e im Quadrat minus k eins 2 minus es im Quadrat, und das muss gleich 0 sein. So, dann bringe ich einen Teil davon auf die andere Seite und kann die Lösung dann hinschreiben. H11 minus e lasse ich auf der einen Seite stehen, und auf der anderen Seite steht H12 minus es. Jetzt muss ich aber aufpassen, denn hier stehen die Quadrate. Und wenn ich das hier auf die andere Seite bringe und ich ziehe die Wurzel, steht hier ein Plus Minus. Und das macht ja auch Sinn, weil wir hatten gesagt, es gibt n Lösungen. Das ist eine 2-Kreuz-2-Matrix, also muss es zwei Lösungen geben. Das eine ist eben die mit dem Plus und die andere ist die mit dem Minus hier. Und da kann ich jetzt direkt auflösen nach dem e. Und da gibt es zwei Varianten, was rauskommt. Das eine ist e1. Das ist h11 plus h12 geteilt durch 1 plus s. Und es gibt e2. Das ist h11 minus h12 geteilt durch 1 minus s. Also zwei unterschiedliche Energiewerte, die man hier findet. Und die kann man sich jetzt auch auftragen. Denn das war ja eine Energie, die abhängt, wenn ich jetzt die Integrale hier anschauen würde, noch von dem Parameter groß R, also vom Abstand meiner beiden Atomkerne. Und wenn man das dann aufträgt, also wenn man hier H11, H12 und S und so weiter ausrechnet, stellt man Folgendes fest. Das werden wir auch in den Übungen mal betrachten. Ich kann hier die Energie auftragen in Abhängigkeit vom Kernabstand R. Und was stelle ich fest? Naja, es gibt eine Lösung, die geht nach unten und hat ein Minimum, und eine Lösung, die kein Minimum hat. Und welcher Energiewert steht hier? Hier schreiben wir hin, das ist die Energie von 1s-Orbital. Wir hatten ja vorhin schon diskutiert, dass wenn der Kernabstand unendlich groß wird, wird die Elektronen genau die Energie des 1s-Orbitals haben. Das heißt, hier geht es los, und die eine Funktion, nämlich die 1, die sieht jetzt so aus, wird hier ein Minimum und geht dann hier nach oben, und die andere, die sieht so aus, die hat kein Minimum und geht hier so nach oben. Wir werden dann später auch feststellen, das sind eben genau die beiden Lösungen für ein bindendes und ein antibindendes Orbital. Also das hier wäre die 1. Das hier wäre die Kurve für die 2 jeweils in Abhängigkeit von Kernabstand R, was hier noch in diesen Coulomb-Integralen, Überlappungsintegralen und den Resonanzintegralen hier versteckt ist. Das sind also die Lösungen für die Energie, und die kann ich jetzt wieder einsetzen. Ich kann ja in meine Säkulargleichungen diese Energiewerte einsetzen, und dann kriege ich die Koeffizienten C raus. Und das wollen wir auch noch machen. Wenn wir einsetzen in die Säkulargleichungen, dann erhalten wir die Koeffizienten Ci, also in unserem Fall hier vom A2 plus Molekül C1 und C2. Und dann gibt es auch zwei Wellenfunktionen. Und unser Ansatz war ja C1 mal Chi1 plus C2 mal Chi2, also eine Linearkombination aus dem Atomorbital am Atomkern 1 und am Atomkern 2. Und man stellt fest, dass das hier 1 durch Wurzel aus 2 plus 2s Chi1 plus Chi2 ist. Das ist also die Wellenfunktion, die zu dieser Energie hier gehört. Und es gibt auch eine Wellenfunktion Chi2. Das ist 1 durch Wurzel 2 minus 2s mal Chi1 minus Chi2.
Hier steht noch das S drin. Das S ist ja gerade das Überlappintegral zwischen den beiden Atomkernen, den beiden Atomorbitalen Chi1 und Chi2. Und auch hier hängt das Ganze natürlich noch von Groß R ab. Wenn die beiden Atomkerne unendlich weit voneinander entfernt sind, dann würde wieder herauskommen, dass hier das Überlappintegral dann gleich 0 ist. Und dann habe ich hier einfach 1 durch Wurzel 2 Chi1 plus Chi2 und 1 durch Wurzel 2 Chi1 minus Chi2. Allerdings muss ich eben den Überlapp zwischen den beiden Wellenfunktionen hier noch berücksichtigen. Wenn ich das Ganze normiere, kann sich jeder mal ausrechnen, würde ich ja Chi1 halb Chi1 multiplizieren und über alle Koordinaten integrieren und dann bleiben hier Terme Chi1 mal Chi2 stehen. Und wenn darüber integriert eben nicht 0 herauskommt, sondern das Überlappintegral S, dann gibt es hier im Nummierungsfaktor auch einen Wert fürs Überlappintegral S, der vorkommt. Letztendlich wollen wir uns das jetzt nochmal hinzeichnen. Also wie sehen diese Wellenfunktionen aus? Und ganz einfach skizziert, also nach oben aufgetragen Psi. Und wir malen mal die beiden Atomkerne hin. Hier ist Atomkern 1, hier ist Atomkern 2. Und wir nehmen jetzt mal das 1s-Orbital am Atomkern 1. Das 1s-Orbital klingt mit e hoch minus r ab. R ist der Abstand des Elektrons zum Atomkern. Also das klingt ja einfach exponentiell ab. Wir machen so. Und in die Richtung auch. Und Chi2 ist ja die Wellenfunktion am Atomkern 2. Also passiert praktisch genau das Gleiche. Auch hier gibt es eine exponentiell abklingende Kurve. Und hier ist Atomkern 1, hier ist Atomkern 2 und meine Wellenfunktion ist jetzt die Summe aus diesen beiden Atomorbitalen noch mit diesem Normierungsfaktor hier gerichtet. Und wie sieht es in dem Fall hier aus? Da malen wir auch mal die beiden Atomkerne wieder hin, also 1 und 2. Dann gibt es hier auch wieder das 1s-Orbital. Und jetzt muss ich aber aufpassen, beim Atomkern 2 ist es Chi2 mit einem Minus. Das heißt, da geht das Ganze nach unten. Da sieht das Ganze dann so aus. Und ich schreibe es nochmal hin. Also das hier ist Chi1s vom Atomkern 1. Das hier wäre Chi1s am Atomkern 2. Und hier drüben natürlich entsprechend. Und was jetzt ganz interessant ist, ist, haben wir schon gesehen, energetisch ist das nicht gleichwertig und wir können jetzt diese Wellenfunktionen hier einfach mal addieren. Und wenn wir die addieren, stellt man eben fest, dass es hier einen Nulldurchgang gibt. Das heißt, hier gibt es einen Bereich, wo die Wellenfunktion gleich 0 ist und damit auch die Wahrscheinlichkeitsdichte, wenn ich davon das Betragsquadrat bilde, für meine elektronische Wellenfunktion ist gleich 0, wohingegen hier die Wellenfunktion überall zwischen den Atomkernen ungleich 0 wäre. Und das stellt hier einen entscheidenden Unterschied dar, der uns auch später noch begegnen wird, wenn es darum geht, was sind eigentlich bindende und antibindende Molekülorbitale.